Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Mit dem Monatsspruch für den Monat Juli grüße ich Sie alle ganz herzlich heute Morgen hier zu unserer Morgenandacht. Und ich freue mich, möchte ich nochmal sagen, ganz besonders, dass Sie, lieber Herr Präses Dr. Latzel, heute Morgen auch da sind. Vielen Dank. Ja, Diakoniekaufhaus in Saarlouis, eins von dreien im Saarland, in denen langzeitarbeitslose Menschen auch wieder Perspektiven gewinnen, Qualifizierungen erfahren, eine sinnvolle Tätigkeit machen können und spüren, was es heißt, dazuzugehören. Gleichzeitig leisten Sie auch hier vor Ort einen wichtigen Beitrag zum Thema Umwelt- und Klimaschutz, indem Sie gebrauchte Sachen aufarbeiten und dann auch wieder sozusagen in den Zyklus zurückgeben, und zwar insbesondere an Menschen in Armutslagen. Wir werden nachher auch nochmal einen kleinen Rundgang machen, von daher, dass Sie es auch sehen können. Deshalb sind eben heute Morgen auch nicht nur Mitarbeitende hier vom Standort oder aus Saarlouis da, sondern Mitarbeitende aus dem ganzen Saarland, aus unterschiedlichen Einrichtungen, weil natürlich eine solche Einrichtung auch nicht isoliert als Solitäreinrichtung da ist, sondern immer vernetzt in andere Hilfen und andere Hilfssysteme. Denn Menschen, die in Armutslagen leben, aufgrund von Erkrankungen, psychischen Erkrankungen oder sonstigen, brauchen eben auch drumherum noch stützende Systeme. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Wir halten inne mitten am Vormittag. Wir unterbrechen unseren Weg. Wir unterbrechen uns selbst. Und wir besinnen uns auf das, was unser Grund ist, auf das, was das Ziel all unseren Tuns und unseres Lebens ist, der lebendige Gott. Und so feiern wir die Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen das erste Lied. Dem Psalm 42, und ich glaube, wir könnten uns in Männer und Frauen aufteilen. Das ist in der sozialen Arbeit immer so ein Thema. Da sind die Frauen meist in der Mehrheit, aber ich glaube, heute Morgen könnten wir das hinbekommen. Dann bitte ich die Frauen mit mir, die ausgerückten Zeilen zu lesen, also den Anfang, und die Männer bitte die eingerückten Zeilen. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o Gott. Ja, ich dürste nach Gott, Wann darf ich in seinen Tempel kommen? Wann darf ich wieder vor ihn treten? Tag und Nacht weine ich, Tränen sind meine Zitzen. Denn ständig verspottet man mich und fragt, wo bleibt er denn, dein Gott? Es spricht mir das Herz, da ging ich dem großen Festzug voran und führte ihn zum Haus Gottes. Da konnte ich Gott zujubeln.
Warum bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde dich wieder danken. Er ist mein Gott, er wird mir beistehen. Tagsüber seufze ich, Herr, schenke mir deine Gnade. Und nachts singe und bete ich zu Gott, in dessen Hand mein Leben liegt. Gott, du bist doch mein einziger Halt. Warum hast du mich nicht vergessen? Warum lässt du mich leiden unter der Leiden meiner Feinde? Ihr Hohn dringt mir ins Herz, wenn sie Tag für Tag fragen, wo bleibt er denn, dein Gott? Warum nur bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Er ist mein Gott, er wird mir beistehen. Halleluja. Jetzt singen wir das zweite Lied. Segne unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ich will keine Almosen, sagt mir eine langjährige Freundin, als ich ihr anbiete, das Zugticket zu uns zu zahlen. Seit sie arbeitslos geworden und auch geblieben ist, hat sie ihr gewohntes Leben umkrempeln müssen. Das Auto musste sie verkaufen, sie ist in eine günstige Wohnung gezogen, sie schneidet sich die Haare nun selbst und Einladungen nimmt sie nicht mehr an. Sie kann sich das Ticket nicht leisten oder sie kann sich auch umgekehrt die Rückeinladung nicht leisten, weil sie mit dem wenigen Geld, mit dem sie im Monat zurechtkommen muss, keine Bewirtung stemmen kann. Was sie möchte, ist arbeiten, gerne auch in einem anderen als ihrem erlernten Beruf, aber für eine Umschulung ist sie zu alt. Ich war ein Mensch ohne Wert, sagt eine Teilnehmerin in einem Qualifizierungsprojekt. Am Anfang habe ich noch geglaubt, dass ich bestimmt schnell Arbeit finde. Aber egal, was ich gemacht habe, niemand brauchte mich. Mal war ich überqualifiziert, mal fehlten mir Qualifikationen für meinen erlernten Beruf. Irgendwann habe ich mir nichts mehr zugetraut und ich habe auch nicht geglaubt, dass ich wieder Arbeit finden werde. Ein Mitarbeiter der Diakonie Saar berichtet nach ein paar Wochen über seinen über § 16i geförderten Arbeitsplatz. Was ich hier mache, ist wirklich sinnvoll.
weil wir Menschen in Not helfen. Und es gibt viel zu tun, die Kollegen brauchen mich. Ich merke, dass ich nicht nutzlos bin, auch wenn ich das die ganzen Jahre geglaubt habe. Und das gibt mir Selbstbewusstsein. Drei Menschen, drei Beispiele dafür, was es heißt, nicht arbeiten zu dürfen. Sie kennen viele, zig solcher Beispiele. Was es heißt, auch sich nicht gestaltend einbringen dürfen und von der Händearbeit leben können. Und es gibt ein Thema, das alle verbindet, und das ist das Thema Würde. Sich nützlich machen können. In einer Gesellschaft, in der erst nach dem Namen und dann nach dem Beruf gefragt wird, bedeutet arbeitslos sein auch ganz schnell ausgegrenzt sein. Und dann sind da natürlich die existenziellen Sorgen, die an der Stelle mitspielen, und aktuell natürlich die Teuerungsrate, die die Situation für die Betroffenen deutlich verschärfen, und vieles mehr. Das Thema ist nicht neu und es beschäftigte die Menschen schon vor 2000 Jahren. Im Alten Testament gibt es eine Fülle von Bestimmungen, die sich mit den sozialen Fragen befassen. Ja, man kann auch sagen, hier liegt der Grundstein für unsere Sozialgesetzgebung. Der Maßstab für eine gute Gesellschaft war nämlich die Frage, wie es dem Schwächsten geht. Und diese Frage wurde durch Recht, also Gesetz, und Barmherzigkeit beantwortet. Es ging darum, strukturelle Veränderungen in Gang zu bringen, die weitestgehend auch zur Abschaffung von Armut führen sollten, aber vor allen Dingen auch zur Veränderung in einer herablassenden, so väterlichen, sagt man paternalistischen, aber auch mütterlichen Gutsherrenart. Ja. Hören Sie selbst, den Text, den ich ausgewählt habe, der stammt aus dem 5. Buch Mose, und er ist aus der Übersetzung Hoffnung für alle, genau. So. Er ist überschrieben mit das Recht der Schwachen und Armen. Wenn du einem anderen ein Darlehen gibst, dann sollst du nicht in sein Haus gehen, um dir selbst ein Pfand auszusuchen, sondern du musst draußen warten, bis er dir das Pfand herausbringt. Wenn der andere so arm ist, dass er sein Obergewand verpfänden muss, also seinen Mantel, darfst du das Pfand nicht über Nacht behalten, sondern du musst es bei Sonnenuntergang zurückbringen, damit er darin schlafen kann. Wenn du so handelst, wird er dir Gutes wünschen und du wirst vor dem Herrn, deinem Gott, gut dastehen, gerecht dastehen. Wenn ein armer, völlig mittelloser Mann um Tageslohn für dich arbeitet, darfst du ihn nicht ausbeuten, gleichgültig, ob er einer von deinen Brüdern ist oder ob er ein Fremder ist. Gib ihm seinen Lohn, bevor die Sonne untergeht, denn er braucht ihn dringend, sonst beklagt er sich beim Herrn über dich und du wirst vor dem Herrn als schuldig dastehen. Verweigert Fremden und Waisen nicht ihr Recht und nehmt nicht das Oberkleid einer Witwe zum Pfand. Denkt daran, dass auch ihr in Ägypten Sklaven gewesen seid und der Herr, euer Gott, euch von dort freigekauft hat. Deshalb sollt ihr euch auch um die Schwachen kümmern. Wenn ihr bei der Ernte eine Gabe auf dem Feld vergessen habt, dann geht nicht zurück, um sie zu holen. Sie soll den Fremden, den Waisen und den Witwen gehören. Dafür wird euch der Herr segnen bei allem, was ihr tut. Wenn ihr die Oliven von euren Ölbäumen schüttelt, dann sucht nicht hinterher noch die Zweige ab. Lasst den Rest für die Fremden, die Waisen und die Witwen. Wenn ihr in eurem Weinberg die Trauben erntet, dann haltet keine Nachlese, sondern lasst den Rest für die Fremden, die Waisen und die Witwen. Denkt daran, dass ihr in Ägypten Sklaven gewesen seid, und handelt danach. Soweit der Text. Es geht also nicht um herablassende Barmherzigkeit von Besitzenden den Nichtbesitzenden gegenüber, sondern es geht auch damals schon darum, dass sich alle Menschen, egal wo sie herkommen, beteiligen dürfen. Es geht um nicht weniger als Befähigung und Ermächtigung von Menschen. Heute in Deutschland leben wir natürlich nicht in einer bäuerlichen Gesellschaft, also anders als damals, das merkt man schon an den Bildern, die im Text genutzt werden. Aber die Themen sind ähnlich. In unserer technisierten Dienstleistungsgesellschaft kommt es darauf an, die richtige Qualifikation zu haben, und es kommt auch darauf an, sein Wissen immer auf dem neuesten Stand zu halten. Dabei gibt es viele Menschen, die das nicht können oder deren Wissen von heute auf morgen einfach nicht mehr gefragt ist. Denken wir hier an den Bergbau zum Beispiel oder auch ganz aktuell Automobilbranche.
Plötzlich wird umgeswitcht, es werden ganz andere Qualifikationen gebraucht. Wir sind sehr gebeutelt hier in Saarlouis jetzt mit der Entscheidung von Ford. Der Markt richtet eben nicht alles. Das wussten die Menschen schon vor 2000 Jahren. Deshalb haben sie Gesetze erlassen, rechtlos gestellte oder auch durch die wirtschaftliche Not rechtlos gemachte Menschen sollten teilhaben können an der Rechtsgemeinschaft. Und auch heute braucht es gesetzliche Rahmenbedingungen und eine Struktur, die dabei helfen, dass Menschen, dass alle Menschen in unserer Gesellschaft teilhaben können, in Arbeit statt in Arbeitslosigkeit investieren. Bedeutet auch, Transferleistungen in Lohnkostenzuschüsse umzuwandeln. So wurde ja ein guter Schritt in diese Richtung gemacht mit dem Paragraphen 16i im SGB II. Und auch die Evangelische Kirche im Rheinland unterstützt die Anliegen über den Arbeitslosenfonds, der auch hier im Saarland einfach hilft, Menschen zu qualifizieren und der den Menschen zugutekommt. Menschen zu befähigen, die lange arbeitslos waren, heißt, für eine gute Begleitung zu sorgen, durch Anleitende, durch Beratende. So können auch angehäufte Probleme Stück für Stück gelöst werden. So bekommen Menschen wieder Boden unter die Füße und schöpfen Hoffnung und Zuversicht. Auf einen Teil im Text möchte ich noch mal ganz besonders aufmerksam machen, weil das ein Teil ist, der ja, mich in besonderer Weise auch immer umtreibt. Es ist der Anfang des Textes, nämlich wenn du einem anderen ein Darlehen gibst, dann sollst du nicht in sein Haus gehen, um dir selbst ein Pfand auszusuchen, sondern du musst draußen warten, bis er dir das Pfand herausbringt. Hier kommt für mich die besondere Bedeutung der Würde des Einzelnen zum Ausdruck. In einer die Würde des anderen achtenden Haltung soll also alles umgesetzt werden, was die Sozialgesetze vorsehen. Gott wird als Freund der Armen und Schwachen einer Gesellschaft beschrieben. Und zuletzt werden die Leserinnen und Leser des Textes immer auch wieder daran erinnert, dass auch sie schon in ähnlich schwierigen Lebenslagen waren oder auch sein könnten. Das ist ja damals das Volk Israel, das aus der Gefangenschaft, aus dem Dasein als Sklaven aus Ägypten geführt worden ist. Darauf bezieht sich der Text immer wieder. Und ich möchte gern schließen mit einem Satz, den Sie, lieber Herr Dr. Latzel, zwar in einem anderen Zusammenhang gesagt haben, aber ich finde, er passt einfach hervorragend, und zwar im letzten Jahr bei der EKD-Synode zum Vater Unser. Und ich finde ihn sehr ermutigend, und von daher möchte ich ihn auch Ihnen heute, auch wenn er von Ihnen stammt, nochmal mit auf den Weg geben, aber auch uns allen. Und so haben Sie gesagt: Seid trotzig und getrost, seid trotzig und getrost, seid füreinander da und lasst uns so aus Gottes Liebe leben. Und das schenke uns Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen das nächste Lied. Thank you.
wollen Kirche verhalten und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Gott, du Quelle des Lebens, so viele Menschen bangen um ihren Arbeitsplatz, auch hier in Saarlouis. Existenzielle Ängste stürmen auf sie ein, Wut und Verzweiflung wechseln sich ab. Wir bitten dich für sie, schenke ihnen Zuversicht und Hoffnung. Gott, du Quelle des Lebens, so viele Menschen sind schon lange ohne Arbeit. Finanzielle Sorgen drücken sie, Blicke und Vorurteile bewirken, dass sie sich beschämt zurückziehen. Viele fühlen sich ohne Wert und nutzlos und haben alle Hoffnung verloren. Wir bitten dich für sie. Schenke ihnen Zuversicht und Hoffnung. Gott, du Quelle des Lebens, so viele, die Arbeit haben, fühlen sich an ihrer Belastungsgrenze oder durch Konflikte zermürbt und kraftlos. Wir bitten dich für sie. Lass sie neue Kraft schöpfen, schenke ihnen Lebensfreude und das Wissen, dass sie gebraucht werden. Gott, du Quelle des Lebens, viele Menschen sind bereit, Verantwortung zu tragen, in Politik, Kirche, Gesellschaft und Wirtschaft. Wir bitten dich für sie, schenke ihnen Kraft für ihren Alltag und Weisheit für ihre wichtigen Aufgaben, die allen zugutekommen. Gott, du Quelle des Lebens, wir bitten dich für uns alle. Lass uns nicht müde werden, in unseren Anstrengungen Wirtschaft und Gesellschaft so zu gestalten, dass Ausgrenzung, Unterdrückung und Ausbeutung verhindert werden, damit wir in Frieden und Wohlstand miteinander leben können und deinen Willen tun. Amen. Amen. Und all unsere Bitten legen wir in das Gebet, das uns Jesus Christus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte nochmal allen ganz herzlich danken, die sich an der Vorbereitung für heute Morgen beteiligt haben. Sie stehen auch nochmal auf den Liedblättern sozusagen namentlich, dass wir alle wissen, wer da auch mit beteiligt war. Jetzt muss ich gerade selbst tatsächlich gucken. Das ist der Herr Pink zum einen. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Pink. Herr Grenmoor natürlich. Dann Frau Göbel war in der Vorbereitung aktiv. Genau. Frau Dörr-Wetzel mit den Fürbitten, Herr Ziermann bekleidet eben nicht nur die Rolle des Musikers im diakonischen Werk, sondern er ist auch der IT-Techniker, also von daher, das ist hervorragend, es gibt diese verschiedene Rollen. Und nochmal an alle ganz herzlichen Dank, die auch hier das Buffet gestaltet haben, die den Raum gestaltet haben. Ganz herzlichen Dank. Haben wir noch nicht probiert, also aber es wird wunderbar sein. Genau. Okay. So, jetzt stellen wir uns noch unter den Segen Gottes. Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. Amen. Und er gebe Ihnen besonders einen erfolgreichen Tag und eine sichere und gute Reise.